Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe Olgas Rock TV. Unter dem Titel Menschen, Disco, Emotionen laden Captain Disco ins Zentrum Altenberg in Oberhausen. Mit dabei Fool's Errand aus Duisburg und zum allerersten Mal auf der Bühne Maschine Herz. Was die Jungs so machen, das sehen wir uns jetzt an. Du bist mein Leuchtfeuer, Leuchtfeuer. Suche nach dem Frieden, die Seele sind gesetzt, muss den Wellengang besiegen. Manchmal heißt es Anker oder Leinen los, die Herzen schnell, die Augen groß, so ich Hals oder die Ferne, für mich Wolken oder Sterne. Oberhaus, tanz mit uns, komm! Du bist mein Leuchtfeuer, Leuchtfeuer, mein Nordstern in der Nacht. Du hast mein Feuer, Feuer zum Leuchten gebracht. Mein Feuer, Feuer, mein Feuer, Feuer, mein Feuer, Feuer. Gerade noch auf der Bühne, jetzt schon hier im Backstage-Bereich Maschine Herz. Hallo. Hi. Euer erster Auftritt, allererster Auftritt so in der Konstellation auf der Bühne. Das ist korrekt. Wir haben zwar schon eine ganze Weile Vorbereitungen getroffen, Songs geschrieben, Songs aufgenommen, Merchandise designed und so weiter und so fort, aber im Grunde war das unser erstes Konzert und wir hatten Glück, dass wir heute so ein volles Haus hatten. Das ist ja nicht der Usus bei ersten Konzerten. Das war also sehr cool. Das ist tatsächlich so. Wie war es denn? Wie hat sich denn angefühlt? Erster Gig zusammen, läuft? Also, ist jetzt nicht so, dass wir ja quasi Newcomer sind. Wir haben schon eine ganze Weile Musik gemacht, aber es war ungewöhnlich, dass wir ziemlich nervös waren. Also normalerweise wären wir entspannter, aber dadurch, dass tatsächlich so viele Leute da waren, hatten wir dann doch ein bisschen Lampenfieber vorher. Ich wache auf und sehe Land, hinterm Nebel die Kontur. Du zeigst das Feuer in der Hand, das mich führt, das mich führt. Ich wache im nächsten Jahr am Start? Ja, im nächsten Jahr, wir müssen uns ein bisschen orientieren. Wir haben einige Gigs gebucht, versuchen ein paar Festivals abzugrasen und die EP zu vermarkten, so gut wie es geht. Ja, wir haben also eine EP rausgebracht am 1. Dezember. Online ist sie schon erhältlich, bald kann man sie auch haptisch erwerben. Und wir haben vor, damit erstmal alles abzureißen, was geht. So viel spielen, wie es geht. Und gerade heute hat man natürlich eine super Motivation, ja. So ein erster Gig mit 10 zahlenden Gästen kann demotivieren, ja. Aber das war natürlich ein Blitzstart. Das hat super Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, dass das nächste Jahr weiter so gut läuft. Wünschen wir euch alles Gute. 2016, Maschine Herz, super Sache. Dankeschön. Why don't you go where you came from? Words, yeah, you're probably liars and I am gone. Remember the kiss I really found you. Words, yeah, let me. Now thanks.
Fools Errand aus Duisburg, gerade noch auf der Bühne, jetzt schon hier vorm Altenberg und bereit abzurocken. Captain Disco bereiten sich gerade vor. Zieht euch die gleich noch rein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also schon langjährige gute Freunde von uns. Haben wir schon 2013 mit denen gespielt hier im Altenberg. Und allein deswegen schon auf die guten alten Zeiten. Ihr habt ja normalerweise auch ein eigenes Jahresabschlusskonzert in Duisburg. Jetzt ist das ja nicht, hat das nicht stattgefunden, aber dafür habt ihr hier genug Leute mitgebracht. Wie ist die Stimmung hier, genauso wie bei euch in Duisburg? Absolut, also hier geht auf jeden Fall nochmal Party ab. Vor allem für uns sehr interessant ist, dass wir da noch ein paar neue Freunde kennenlernen. Das war diesmal sehr interessant für uns. Was sagt er? Ja, ich stimme absolut zu. Nee, aber der Martin hat schon recht, es ist immer cool, wenn man ein paar neue Fans dabei hat. Ich meine, ist natürlich eine super Stimmung, wenn die eigenen Leute nur vorbeikommen. Aber im Endeffekt möchte man auch ein paar neue Fans gewinnen. Vielen Dank, Fools Errand aus Duisburg. Gerne. Zieht euch die Jungs rein. Großartig. Tschüss. Tschüss. Da ist es. Die Eskalation hat stattgefunden. Die Bühne ist schon halb abgebaut. Jahresabschlusskonzert. Ist das Jahr schon wieder um. Was ist denn so alles passiert in dem Jahr? Ich weiß auch nicht. Ich kann jetzt erstmal nur den Abend deuten anhand meiner Stimme mit den drei Worten Jubel, Trubel, Heiserkeit. Glaube ich. Wir haben ein grandioses Jahr hinter uns gebracht. Einen inoffiziellen Weltrekord aufgestellt, in 60 Metern Höhen gespielt. Wir haben gerade die Info bekommen, dass wir auf Platz 16 der Ruhrcharts morgen sind. Ja! Na schön, ja. Und heute einfach die Bude hier abgerissen, ne? Geile Nummer. Schön, dass ihr alle dabei wart. Was kommt denn für 2016? Wie kann man das denn noch übertreffen? Ich muss ihn fragen. Wir sind nur Dekoration. Ihr seid nur Dekoration? Ja, ja gut. Dann hier. Ja, das ist ganz einfach. Wenn man hier einmal auf den Boden guckt, vielleicht könnt ihr das auch mal filmen. Guckt euch einfach den Boden an. Nächstes Jahr dreimal so viel. Schwarzen Fell, das kleinste Rudel der Welt. Und was Menschen in Städten bedrückt, blieb uns für immer fern. Ich schließe die Augen ab und zu, in der Hoffnung, dass Träumen noch reicht für ein Leben zu zweit. Doch wenn du nicht mehr leben stehst, dann muss ich das mit zu. Wieso habt ihr eigentlich keine Trainingsanzüge mehr an? Wir haben uns gedacht, wir müssen uns mal ein bisschen weiterentwickeln. Diese jugendliche Zeit des Trainings ist vorbei. Jetzt wird einfach nur abgeliefert.
Und unser besonderer Herrenausstatter hat uns dabei weitergeholfen, mir ein Hemd verpasst, wo sprechende Pommes drauf sind, muss ich sagen. Also ich glaube, alle anderen haben einen gewissen Aufstieg erlebt, ich nicht. Was da mit mir geschieht, ist nicht mehr relevant. Was ich dann mache, hat dich nicht zu interessieren. Unsere ewigen Wege hier sind Druck nicht an. Und deines Tages sind wir einfach implodiert. Leute, habt schöne Feiertage, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im Januar geht's direkt auch schon wieder weiter mit uns. In welcher Stadt? Keine Ahnung. Also, seid einfach dabei. Viel Spaß, Leute. Tschüss. Ich weiß nicht, was geschieht.